Hallo Sven. Hallo Volker. Ihr habt euch im aktuellen Heft mit der Zukunft des Autos beschäftigt. Mhm. Wie ist denn die jetzt? Elektrisch, vermute ich jetzt mal? Oder was ist noch so Zukunft? Oder wie weit habt ihr überhaupt in die Zukunft geguckt? Ja, das Spannende ist ja, ob es überhaupt eine Zukunft gibt sogar. Also man kann das noch weiter drehen. Oh Gott, gibt es eine Zukunft des Autos? Ja, nein, tatsächlich ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Weil wenn man es dann alles mal so zusammengebastelt hat, die Bausteinchen, die da ineinander greifen und gesetzt den Fall, viele Prognosen treffen so zu, die gemacht werden in verschiedene Richtungen, dann könnte es auch gut sein, dass wir in 10 Jahren unsere Kiste vielleicht auch freiwillig abgeben und stattdessen halt nur noch das Smartphone zücken und uns halt so ein Fahrding halt vor die Tür rollern lassen, weil es einfach ein Bruchteil dessen kosten wird, was es kostet, halt selber ein Auto zu haben, zu halten, zu pflegen und 22 Stunden am Tag halt auf der Straße rumstehen zu lassen für nichts und wieder nichts. Das heißt aber, das wäre was, das jetzt erstmal gar nicht so viel mit Elektromobilität zu tun hat, stelle ich fest, sondern geht völlig drüber hinaus. Da stelle ich mir dann tatsächlich ja die Frage, wenn ich sowas immer rufe, und ich habe das jetzt gerade wieder in Berlin erlebt, da habe ich gedacht, verdammt, da steht jetzt gar kein Taxi, ja, ich komme gerade raus, wir mit dem Taxi fahren, dann nimmt man so hier die Taxi-App seiner Wahl, ja, über MyTaxi, was weiß ich was. Und dann kommt auch kein Taxi. Und ruft das dann und dann steht man da aber. Also das heißt, im Prinzip muss ich ja viel planbarer arbeiten oder die Dinger müssen vorausschauend sein. Oder man sagt sich, okay, wenn ich nicht darauf angewiesen bin, dass ich immer sofort irgendwie losfahren kann, dann kann ich mir sowas sogar vorstellen. Aber muss bis dahin nicht eine ganze Menge passieren? Also ich meine, wahrscheinlich wirst du bis dahin dann schon einen Assistenten haben, der dir das nett vorschlägt. Ne? Irgendwie, Volker, du willst doch noch dahin kommen zum Termin, soll ich dir schon mal so ein Ding dahinstellen oder das so? Das wäre mal, ne? Was. Kann Alexa so, oder Google Now, genau. Kann man das dann sagen. So, aber nochmal zurück. Tatsächlich hast du vollkommen recht, man muss so ein bisschen zurückspulen. Ne? Es gibt verschiedene Sachen, die zusammengreifen müssen, damit so eine doch etwas, also gefühlt fernliegende Vision überhaupt wahr werden kann. Ja. Das ist einmal sicherlich die Elektrifizierung, die momentan auch wichtig ist, gerade im Zusammenhang Dieselskandal jetzt wieder hochgespült wurde, die Vernetzung von Fahrzeugen, was ja spannend ist, und dann das Thema hochautomatisiertes Fahren, einfach, dass Autos alleine fahren könnten. Oder ob sie es halt vielleicht nicht können. Und das sind so die drei Hauptaspekte auch, die wir uns da angeguckt haben und da geschaut haben, was ist eben der Stand der Dinge, was kann man da in nächster Zukunft erwarten. Und das Spannende ist wirklich dann am Ende, eben wenn man diese drei Sachen zusammennimmt und sich mal vorstellt, dass das vielleicht gar nicht mehr so weit weg ist. Und in allen Bereichen gibt es Optimisten, die durchaus sagen, ja, das wird was, dies ist kein Problem, das ist kein Problem. Dann fragt man sich dann doch schon, ja, ob man nicht quasi an der Schwelle von so einem Kipppunkt einfach steht und dass sich dann da doch ganz plötzlich sehr viel verändern kann und schneller, als man sich das heute noch vorstellt. Aber ist denn die Elektrifizierung überhaupt nötig dafür? Ich meine, das hochautomatisierte Fahren würde ja auch mit einem Dieselauto funktionieren, meinetwegen, oder das mit einem Benziner gehen, oder sonst was. Es funktioniert tatsächlich nicht so gut. Also da kann ich jetzt auch tatsächlich Erfahrungen aus einem der ersten hochautomatisierten Fahrzeuge mit einfließen lassen. Ab nächstem Jahr wird Audi den A8, ein größeres Auto, erstmals mit so einer Pilotfunktion rausbringen. Das heißt, ich kann die Hände vom Steuer nehmen und kann den komplett machen lassen. In dem Fall ist es nur der Staupilot, der da eingeführt wird. Das heißt, in sehr begrenzten Parametern nur wird das funktionieren. Ich stehe auf der Autobahn, maximal bis 60 km/h, und dann geht das halt nur an. Aber nichtsdestotrotz, hochautomatisiert, es fährt von alleine. Und wenn man sowas mal im Stadtverkehr erlebt hat, dann merkt man, dass elektrisch schon einen Vorteil hat, einfach weil die Fahrdinger viel schneller reagieren können auch mit dem Elektromotor. Okay, das heißt, ich habe nicht die Zündungsvorgänge Du hast nicht die Schaltvorgänge. Ne? Ja. Also ich war mit dem Nissan in London war unterwegs im Stadtverkehr mit einem hochautomatisierten, das war noch ein Testfahrzeug damals. Und da hat man schon gemerkt, der ist halt elektrisch und der kann einfach schneller agieren. Ne? Und alles, immer wenn du in so einem Fahrzeug sitzt, und also es ist schon ein irritierendes Gefühl, alleine halt sich zurückzuhalten, wenn man auf dem Fahrersitz sitzt, dann aber noch das Gefühl dazu haben, dass das Auto gerade mit sich selbst beschäftigt ist, das irgendwie kein Gutes. Und das passiert halt, wenn er halt versucht, irgendwelche Gänge halt hin und her zu schieben oder so. Und man denkt dann, ja, jetzt müsste er ja vielleicht irgendwie was anderes machen oder so. Also insofern passt das schon ganz gut zusammen. Und die Elektrifizierung hat natürlich auch noch andere Vorteile, weil solche Fahrdienstleister, die würden natürlich auch ganze Flotten durch die Gegend fahren lassen und nicht nur eine kleine Anzahl von Fahrzeugen. Und da entstehen plötzlich wieder spannende Effekte auch zum Thema regenerative Energien, Elektrifizierung, weil sehr viel batteriebetriebene Fahrzeuge
Fahrzeuge auch gleichzeitig als Puffer dienen können in so einem Smart Grid. Ja. Also an viele Stellen, viele Technologien zusammengedacht, ergeben dann plötzlich mal ein ganz spannendes Bild. Okay, aber du hast jetzt gerade von diesem Audi gesprochen. Mhm. Da denkt man ja, wenn man das so hört, naja, nur Staupilot, nur bis 60 und so, da denkt man ja, erst Tesla heute schon weiter. Würde man jetzt mal so meinen erstmal, oder? Du bist ja so lange im Tesla gefahren. Entschuldigung, aber der kann erstens bei schneller, sag ich mal, und der... Naja, ich bin mit Audi auch schon schneller gefahren, aber beim Tesla muss man halt auch noch die Hände am Lenkrad halten. Und das bei den ganzen Assistenten... Wir mussten das nicht. Vielleicht hat sich das geändert. bei den ganzen Assistenten ist es tatsächlich so, dass die einen am Ende immer hart beendet werden. Das heißt, wenn der Assistent irgendwann sagt, hier, ich bin außerhalb meiner Parameter, dann streckt er einfach die Fühler und sagt, hier, jetzt musst du halt wieder dran. Und das passiert natürlich bei so einem hochautomatisierten nicht oder darf halt nicht so passieren, weil da halt klar definiert ist, hier ist eine Verantwortung des Fahrzeugs bzw. des Herstellers und dann gibt es eine Übergabeprozedur und dann bist du als Fahrer halt wieder dran. Das heißt, die sind auch technisch, sind die schon anders ausgestattet, mit mehr Redundanzen, dass sie halt mehr doppelte Bremskreise haben. Also im Prinzip kannst du dir das Auto mal zwei vorstellen in demselben Auto, einfach um da halt auch auf Nummer sicher zu gehen. Also da ist technologisch ist da halt schon ein Sprung. Ich war am Ende, ja, steht auch im Artikel, es werden viele Leute, glaube ich, enttäuscht sein. Wenn man es sich aber so anguckt, kann man, glaube ich, ganz froh sein, dass die Hersteller da nicht so mutig sind, wie vielleicht ein Tesla ist. Ich wollte gerade sagen, bei Tesla war das dann auch so, wenn die Spur verschwindet vor dir, macht es immer piep, so, piep, ja, du hast noch 3 Sekunden Zeit, bitte übernimm das Steuer, ansonsten rauschst du da rein. Weil Übermut tut selten gut und gerade bei so hohen Geschwindigkeiten ist es vielleicht auch ganz clever, erstmal zu sagen, wir fangen hier mit dem Staupiloten an und gucken dann halt einfach mal, wenn es gut läuft, irgendwie, ob man langsam mit den Geschwindigkeiten hochgeht. Aber das heißt tatsächlich, wenn ich das richtig verstehe, hochautomatisiert würde wirklich bedeuten, ich fahre in diesen Stau, das Ding wird aktiviert und ich muss mich wirklich um gar nichts mehr kümmern, bis der Stau zu Ende ist. Das wird noch nicht mal automatisch aktiviert. Das ist im Prinzip ein abgegrenzter Pilot. Das heißt, das Fahrzeug scannt natürlich die ganze Zeit die Umgebung, wie es das heute auch schon machen würde und bietet dir dann, wenn sämtliche Kriterien erfüllt sind, diesen Staupiloten an. Und dieses Angebot musst du aber noch aktiv annehmen sozusagen. Also das heißt, er stellt fest, er fährt unter 60 km/h auf der Autobahn, hat vielleicht sogar noch eine Stauinformation, die er über das Infotainment reinbekommen hat. Und dann sagt er einfach, jetzt könnte ich und dann kannst du halt sagen, okay, mach das und dann ist das sozusagen die Übergabe. Andersrum, wenn er merkt, irgendwie jetzt wird es wieder schneller, dann gibt es halt eine Eskalationskaskade, wo dir zuerst mit leichten Gepiepse bis hin dann zu harten Anbremsen mitgeteilt wird, dass du... Ja, Anbremsen ist ja besonders schön. Dass du jetzt mal müsstest, wenn du dann verstorben sein solltest, dann hält das Fahrzeug in der Spur an und... Macht noch die Warnblinkanlage an. Ach, wie schön. Und wird dann entriegelt die Türen. Das klingt ja sehr erfrischend. Für das Rettungspersonal, für den Bestatter hätte ich jetzt was gesagt. Aber das okay, aber das ist ja nur der Bestandteil, den braucht man, damit überhaupt sozusagen dieses hochautomatisierte Fahren vielleicht insgesamt sich irgendwo durchsetzen kann. Das heißt, da kann ich mir schon vorstellen, dass sie ja schon länger dran forschen und vielleicht sind nicht alle so mutig wie Tesla, die einfach sagen, hey, wir können und ihr seid ja alle Flaschen. Das hat ja auch ein bisschen den Markt beflügelt, hat man in Eindruck. Ja, auf jeden Fall. Er hat unglaublich natürlich die anderen auch in Zugzwang gebracht und das ist natürlich auch spannend. Also aus zweierlei Gründen. Einmal zum Thema Elektrifizierung hat es natürlich sehr viel gebracht und zum anderen ja zu dieser Hochautomatisierung, dass sich dann doch alle so ein bisschen bemüßigt gefühlt haben, da doch ein bisschen mehr Gas zu geben. Und so ein Tesla, das ist eben genau auch so die Geschichte, die behaupten halt schon, dass das komplette Roboterauto halt direkt vor der Tür steht. Und dann, da ist dann halt immer sehr viel KI im Spiel, ne? Also wird sehr viel auch darauf gesetzt einfach, dass eben dieser Bereich KI oder AI eben sowas richten kann und dass die Fahrzeuge dann tatsächlich von alleine durch die Gegend fahren können. Das wäre die letzte Automatisierungsstufe, eigentlich ein Fahrzeug, wo du dich reinsetzt und kein Lenkrad mehr da ist. Das sind ja jetzt so, das klingt so ein bisschen wie die Fantasien, die ich schon früher in meinem Was-ist-was-Buch gelesen habe, ne? Von überall so Kugelautos rum, keiner musste mehr ans Lenkrad gehen, ich glaube aus diversen Science-Fiction kennt man es ja auch, da setzen die sich nur rein und alles fährt dahin, wo man will, man sagt nur noch den Ort. Aber kann das tatsächlich funktionieren? Also ich meine, was muss denn dafür passieren, dass sowas gehen kann? Weil ich habe dann doch immer noch ein bisschen Sorge, dass Dinge querschießen können. Und je mehr Individualverkehr ich noch hätte, desto wahrscheinlicher ist, dass es so komplex ist, dass es Situationen gibt, wo diese Automatisierung dann trotzdem, sage ich mal, scheitert. Hm.
ja, da wird es dann irgendwie sehr, sehr privat oder zu einer richtigen Glaubenssache zumindest, ne? Ob man jetzt eben an KI glaubt oder nicht an KI glaubt. Es gibt Leute, die sagen, das ist kein Problem. Wir sind in 2-3 Jahren so weit, dass so ein System selbstlernend ist und sich dann halt auch frei bewegen kann. Ich bin da persönlich auch eher skeptisch eigentlich, weil ich so einen Mischbetrieb eben von Menschen und Maschinen doch mir immer noch nicht ganz vorstellen kann, auch nach den ganzen Fahrten, die ich da mitgemacht habe, weil auch bei den diversen Testfahrten doch immer wieder spannende Situationen entstehen, wo man halt aber auch schnell die Grenzen so mitbekommt. Ja. Und die liegen oftmals in so einem Bereich Weltwissen, dass so ein System halt doch keine Ahnung davon hat und komplexe Informationen halt einfach nicht dechiffrieren kann. Und das sowas ist auch schwer, hart reinzuprogrammieren. Und selbst die Sachen, die in der KI gemacht werden oder wo das auch sehr gut funktioniert, jetzt Objekterkennung oder sowas, ne, da wird das auch im Automobil eingesetzt. Aber im Kern ist es immer wieder die Geschichte mit Deep Learning. Du hast halt ein Netzwerk, das wird angelernt auf einen ganz bestimmten engen Zweck. Und innerhalb dieses Zweckes liefert das wirklich auch phänomenale Ergebnisse. Aber es fehlt die ganze Verbindung, ne? Also die ganzen Puzzleteile zusammenzubauen. Und da ist doch noch einiges. Nichtsdestotrotz, jetzt am Montag werde ich halt wieder in so einer Kugel sitzen. Also dass diese Entwicklung durchaus ernst genommen wird, das sieht man daran, dass große Hersteller, also VW hat so ein Ding auf die Bühne geschoben, jetzt im Frühjahr in Genf. Und Conti, die haben auch so eine selbstfahrende Geschichte. Die machen sich da schon sehr viel Gedanken drüber und bereiten sich offensichtlich auch schon darauf vor, eben dann auch solche Flottenfahrzeuge zur Verfügung zu stellen oder eventuell auch als Anbieter von Flotten sich ins Spiel zu bringen. Weil das ist so ein bisschen die Frage, an welcher Stelle dann da irgendwann noch Geld verdient wird, wenn halt nur große Fahrzeugflotten noch bewegt werden. Das stimmt, dann kann man auf jeden Fall... Den Gebrauchtwagenhandel gibt es dann zum Beispiel wahrscheinlich in der Form nicht mehr. Den normalen Autohändler braucht man dann vielleicht auch in der Form nicht mehr. Dann würde man ja nur noch mit Dienstleistern irgendwie kommunizieren, typischerweise irgendwie per App oder Sprachsteuerung. Klar, ja, dann ist das alles, das würde den kompletten Markt unglaublich umkrempeln. Da würde ich aber fürchten, dass, was heißt fürchten? Vermuten würde ich eher sagen, fürchten nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass da diverse Lobbyisten versuchen, was gegen zu unternehmen. Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja schon Teil dieser Sharing-Konzepte, die sieht man ja jetzt schon, selbst ohne Roboter-Taxis, ne? Wenn man das sieht, was Uber halt in den USA macht oder auch in Indien, China gibt es ähnliche Dienste, Namen habe ich jetzt vergessen. Also dieses Modell selber, das funktioniert und das hängt ja einfach nur damit zusammen, dass du die modernen Kommunikationsmittel hast. Du hast halt dadurch, dass alle ein Smartphone haben, kann man halt Sachen zusammenbringen und kann Nachfrage und Bedarf halt, Bedarf und Nachfrage war es nicht, Angebot war es. Kann Angebot und Nachfrage tatsächlich übereinbringen. Und, ja. Und schon ohne die Automatisierung funktioniert das. Wenn da dann plötzlich noch solche Kapseln im Spiel wären, dann fegt das halt auf einen Schlag sehr, sehr vieles weg. Und man kann heute im Prinzip auch schon ausrechnen, dass dadurch auch Kostenersparniseffekte entstehen würden, die halt den Besitz eines privaten Fahrzeugs einfach ad absurdum führen würden. Also das macht man dann vielleicht noch, weil man gerne einen Oldtimer fährt oder sowas. Aber selbst das wird wahrscheinlich noch teurer werden, weil dann auch die Versicherungsbranche natürlich durcheinander gewirbelt wird. Wenn die Hochautomatisierten keine Schäden mehr machen und nur noch die Menschen da rumfahren, irgendwie mit den alten Autos und Schäden machen, dann wird das alles ein bisschen kostspieliger, ne? Das heißt, ich habe noch ein bisschen Zeit, bis ich mein neues Auto kaufen muss, ungefähr 10 Jahre, ja, und dann brauche ich vielleicht gar nicht mehr drüber nachzudenken. Ja, spannend wird es so, wenn du über deine Kinder nachdenkst, ne? Ob du für einen Führerschein jetzt noch was zurücklegen musst, das wirst du, glaube ich, nicht mehr machen müssen. Cool, also gerade, das kannst du jetzt schon ausgeben. Da kaufe ich mir Legos für. Lego, ja. Sehr schön. Ja, das ist doch schön. Das ist eine gute Aussicht, das finde ich klasse. Das überlege ich mir genau und dann... brauchen wir gar keine Führerscheine mehr für die Kinder, hervorragend. Kann man vielleicht anders ausgeben, das Geld. Nicht unbedingt für das schaffen wir. Bauklötze. Ja, cool. Vielen Dank. Gern geschehen.